Ich höre. Heute Nacht, da war ein schrecklicher Traum. Moral und Gewissen verbieten mir, darüber zu reden. Das ist Ihr Über-Ich, das Ihnen verbietet, davon zu erzählen. Aha. Entspannen Sie sich. Jawohl. Und nun erzählen Sie. Wenn Sie befehlen. Ich befehle es. Nun gut. Ich sah meine Psychoanalytikerin, wie sie sich zu mir, Sprechen Sie ruhig lauter. wie sie sich zu mir, Ja? wie sie sich zu mir herunterbeugte und mich küsste. Das spricht eindeutig Ihr S, ein Inbegriff von Ja. Triebhaftigkeit. Und was soll man jetzt machen? Was Ihr Ich jetzt machen soll? Genau das frage ich Sie als meine Psychoanalytikerin. Natürlich muss Ihr Ich vermitteln zwischen der Triebhaftigkeit Ihres S und der Moral Ihres Über-Ich. Und wie tue ich das, Martha? Also nicht hier und nicht mit mir, Sigmund. Leg dich wieder hin. Obwohl wir. Obwohl wir seit Jahren verheiratet sind. Das sagt ein Über-Ich, Martha. Mein S fühlt anders, aber das spielt jetzt keine Rolle. Schließlich ist dies eine Psychoanalysestunde. Und da kann dein Über-Ich überhaupt nicht vermitteln? Nun, die Stunde ist streng genommen schon um. Mein S Dein S. mag deinen Traum.